Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK hier auf dem Kanal. Es wird gebaut. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal die Baufolge zu machen, weil ich hier einfach Ordnung will. Hier stehen so viele Zuchtdinos rum, dass es so langsam aber sicher einfach ein bisschen zu eng wird. Und man hat es in der letzten Folge schon gesehen, hier unten stehen schon Pfeiler rum. Diese Pfeiler brauche ich. Erstmal brauche ich aber... Ceilings. Sind das überhaupt Ceilings? Es sind Ceilings. Wir müssen das jetzt ein bisschen mit dem Vögelchen bauen. Ihr wisst ja, ich baue ja normalerweise vor. No, ne, lass mich. So, jetzt mal gucken. Noch eins, zwei Stück. Mit dem Vogel, es ist krampfig. Ich hätte dafür jetzt tatsächlich gern Tapejara. Können wir... So. Jetzt müsste ich eigentlich absteigen können, ohne runterzufliegen. Wunderbar. So. Jetzt brauchen wir hier erstmal viel Ceilingfläche. Wir erweitern quasi den Balkon. Das wird, ja, ich hoffe, ich kriege ein bisschen Struktur rein. Ich habe es ja vorgebaut, es sah ganz okay aus, wo ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Was ich aber dann noch machen werde, sind quasi die Details so. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen ausleuchten dann, wenn es fertig ist. Das Gute ist, wir haben nach unten noch Platz. Wir können also dann theoretisch auch noch... noch erweitern nach unten. Das ganze Ding wird jetzt 8 Wände hoch. Also geht jetzt quasi von hier bis, ja, bis oben zum Balkon. Es kommt ein Aufzug rein. Und es wird halt mehr oder weniger unser Dino-Gehege, unser Dino-Stall, wie auch immer man das dann nennen möchte. Ja, ich bin ein bisschen schwer. Ich verbaue ja schon alles, was geht. Und ich habe es 8 hochgebaut, weil wir uns ja irgendwann noch... Gigas zähmen wollen. Oh, da hinten steckte noch eins in der Wand. Gigas zähmen wollen und auch Gigas züchten wollen, auf jeden Fall, weil Gigas einfach... Im PvE sind sie nicht so nützlich, aber sie sind halt einfach mega cool. So. Muss man ja mal sagen. Und seit sie die Rage-Funktionsweise ein bisschen abgeändert haben, auch nicht so schlimm, wenn man mal irgendwo runterfällt mit dem Tierchen. Ja, und die passen, die sind ungefähr, sind die 6 Wände hoch, ich weiß es nicht, oder 7. Auf jeden Fall sollten sie in ein, was mache ich denn hier? Auf jeden Fall sollten sie in ein 8 Wände hohes Gebäude reinpassen. Also hier unten kommen jetzt auch erstmal nur meine Paranoia-Dinos rein, ja? Also alles, alle Zucht-Dinos. Alles, was ich öfter nutze, lasse ich natürlich oben stehen, so wie der, wie die Thylakoleos und dann der Terizino und die Adis. Und wir haben ja dann oben auch noch wesentlich mehr Fläche auf dem Balkon, wo wir dann eben die Dinos hinstellen können, die oft im Gebrauch sind und nicht meine Paranoia-Tierchen. Ich hatte ja drüber nachgedacht, eine Mod zu installieren, eine Storage-Mod für Dinos. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist zwar ganz bequem und alles, aber eigentlich kann man sich da auch einfach was Hübsches bauen. Und dann hat man ungefähr, was heißt ungefähr, dann hat man das Gleiche erreicht. Die Dinos sind irgendwo... gelagert in Anführungszeichen und man sieht sie halt auch. Sie sind halt nicht einfach so aus den Augen, aus dem Sinn. Wie gesagt, so Storage Mod, ich mag
die Storage Mods für Dinos, gerade wenn man vielleicht nicht auf so große Bases vielleicht steht und das alles eher klein halten möchte, dann ist das sicherlich eine super Alternative. Aber ich finde das jetzt auch hier wieder cool, das Ganze halt in den Fels zu integrieren. Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen auf sowas abfahre. In vorhandene natürliche, in Anführungszeichen natürliche Strukturen zu bauen. Finde ich schon ein bisschen cool. Oh, hier sind auch noch welche drin. Ja, ich habe offenbar nicht alles wieder abgebaut, ist aber auch okay. So, so und alle. Ich muss gleich nochmal was holen oben, fürchte ich. So, wir können ja hier schon mal kurz gucken. Ihr seht, wir haben nach unten noch jede Menge Platz. Das heißt, wir können da, wenn Bedarf besteht, auch noch erweitern. Da wir einen Aufzug reinbauen, ist auch die Erreichbarkeit dann der unteren Etagen nicht so wirklich ein Problem. Hier drin ist eigentlich alles, was wir erstmal brauchen für die grobe Struktur der Sache. Jawohl, ich komme ran. Sehr gut. Oh, ich hatte noch welche drin. Das habe ich nicht gesehen. Die Wände, das wird auch, da muss ich viel mit dem Vogel bauen. Ich werde da ein oder zwei Wände hochziehen, dass ihr das generell seht, wie das aussehen wird. Und dann werde ich das meiste, aber weil das mit dem Vogel ist das halt echt ein bisschen krampfig. So, hier noch eins hin und schwupp. Ich muss halt echt aufpassen, ich habe keinen Tech-Suit oder so, mit dem ich fliegen kann. Oder keinen Glide-Suit aus Aberration. Das heißt, hier ein falscher Schritt oder einmal ein Ceiling nicht richtig gesnappt oder der Schnellleistungsslot ist leer und schwupp liege ich unten. Will man ja auch nicht, ne? Diana, ich brauche Zeug. 50. Die wir jetzt drin haben, sollten aber hier für den Boden... Ach, der Boden... Doch, der muss... Hier muss er komplett zu. Oben muss er nicht komplett zu. Da kommt der Aufzug rein. Ich habe mir die S-Plus Crafting Station auch ein bisschen so hingestellt, dass sie als Orientierung dient. Denn wir brauchen ja auch Strom für den Aufzug. Strom habe ich schon mal oben reingelegt. Funktioniert in S Plus ganz genauso wie die Wasserleitung. Man kann die also intern in Foundations und Ceilings und Pillars und Wände reinlegen. So, dass man da halt nicht das oberirdische Gedöns hat. Das könnte man zwar auch alles ausblenden dank S Plus. Huch. Tanz auf der Rasierklinge. Oh, alle. Ich bin schon wieder alle. Ich habe mir im Nachhinein auch überlegt, ich hätte teilweise auch, es gibt ja in S Plus diese höheren Wände, diese XL Walls, die quasi 12 hoch sind. Aber da ich ja nur 8 hoch baue, wäre das halt ein bisschen zu hoch. Es gibt 5 und 3, glaube ich, so wie bei den Pillars auch. Das hätte ich auch machen können, aber ich habe es halt einzeln gemacht. So. Ihr seht, das ist schon mal reichlich Fläche für Dinos. Also hier kriegen wir locker alles untergebracht, was nötig ist. So, dann gib mir doch mal...
Wobei ich könnte eigentlich hier oben. Ja, wir machen erstmal die Wände. So. Die brauche ich. Und wir brauchen. Ich habe für solche Sachen im Nachhinein echt ein bisschen wenig Gewicht geskillt. Ich dachte, ich komme da irgendwie besser hin. So. Das sollte jetzt aber erstmal reichen. Ich fange mal hier an zu bauen. Ich brauche erstmal die Wände. Lass uns mal 20 Wände nehmen. Und erstmal die Wände hochziehen. Oh, komme ich da tatsächlich? Ja. Warum habe ich das da mit dem Vogel gemacht? Wunderbar, das sollte jetzt genau 8 hoch sein. Prima. Kann ich die alle mitnehmen? Ich habe es befürchtet. Gut, nehme ich halt erstmal nur die Hälfte mit. Was soll's denn? Oh no! Unten kommen ja noch Wände hin. Gib mir die nochmal, leg das nochmal weg. Bin zu schwer. Ja, ja, ich nehme wieder nur die Hälfte. Das habe ich vollkommen vergessen. So. Jetzt haben wir hier wieder, ich will ja den Baustil ungefähr gleich halten. Deswegen arbeiten wir hier auch mit diesen, mit den Fences. Ich hätte jetzt was Fence Foundations gesagt, aber es sind Railings auf Englisch. Wie hoch bin ich jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Das sollte eigentlich so passen. Nope. Eins noch. Yep. Na, komm. Da war es doch, oder? Nein. Okay, das ist dann tatsächlich, weil es halt Half-Walls sind, ist diese letzte Wand ein Stück zu hoch. Schade. So, komme ich denn jetzt unten? Komme ich auch nicht ran, ne? Ja, bin jetzt so hoch, natürlich. Und das ist halt ein bisschen krampfig. Da hätte ich dann doch schon gern einen Tapijara. Weil der kann sich halt auf der Stelle in der Luft quasi drehen und hat nicht so ein ausschweifendes Movement. 1, 2, 3, 4, 5. Gib mir 5, Diana. Anhalten. Gut. Jetzt pflastern wir das noch mit Wänden zu und dann könnt ihr mal von außen sehen, halbwegs zumindest, wie das aussehen soll, kann und wird.
Okay, hatte ich da. Bestimmt hatte ich da. Ja, nun komm schon. So. Hatte ich dann wohl. Also hier kommt, muss auf jeden Fall noch zu. Ich glaube, da hatte ich von oben runter gebaut, weil ich ein oder zwei Wände sparen wollte. Ich alter Sparfuchs, ich sag es euch. Moment, oben kamen ja Wände rein, oder? Shit, ey, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich kann es euch echt nicht genau sagen gerade. Ja, ich glaube aber, ich hatte das oben mit Wänden gedacht. Oh Mann, ey, es ist so krass mit dem Vogel. Jetzt bin ich eh zu weit weg. So. Dürfte ich bitte? Danke, danke, danke und danke und danke. Muss auch schon in die Third Person, sonst wäre es nichts. So. Oh. So. So sollte es aussehen. Genau. Und das jetzt halt genau im selben Aufbau eine Reihe Wände und dann drei breit diese Holzfenster in Anführungszeichen und wieder ein Einmalwand und so weiter bis rüber und obendrauf dann entsprechend Dach. Also auch wieder Ceilings, sodass wir oben halt einen schicken, größeren Balkon haben und unten drunter eben unser Dino-Gehege ist. So der Plan. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich hole euch wieder ab, wenn das Ding soweit steht. Und wenn wir quasi den Fahrstuhl noch einbauen, abschließend. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und so sieht es jetzt aus. Das ist das, was ich auch soweit schon vorgeplant hatte. Ich habe wieder natürlich ein bisschen mit Holzsäulen gearbeitet, um die Fenster zu säumen. Und soweit, so gut. Ich werde natürlich jetzt gleich noch, wir bauen jetzt zusammen mal den Aufzug ein. Das haben wir ja bis jetzt auch noch nicht gemacht, sowas. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das noch ein bisschen verschönern kann. Ich denke, die Railing hier kann man noch ein bisschen verbessern. Das gefällt mir noch nicht so. Da gucke ich mal, was da noch geht. Vielleicht außen irgendwie noch ein paar Fackeln dran oder so. Ich denke, das können wir machen. Das aber, wenn es soweit ist. Ich habe hier unten schon mal den ersten Pfeiler platziert, damit ich da nicht das jetzt hier zurechtfriemeln muss. Was ich aber zuerst machen wollte, deswegen habe ich auch die Dinger auf der 6. Also. Hier ist schon verstromt. Und das müssen wir jetzt einfach hier weiterlegen, denn wir brauchen eine Steckdose. Oh, hier liegt Strom drin offenbar, alles klar. Den habe ich wohl vergessen auszubauen. Wie kann denn das sein, dass der schon drin ist? Die Decke war doch gar nicht. Ah, weil der woanders hingesnappt ist einfach. Ich habe schon gedacht, hä? Kann ja gar nicht sein. So, jetzt habe ich noch zwei übrig und brauche noch eins. Ja, die sind auch alle grün. Also die haben auch alle. Die haben auch alle Saft. Du hast Saft, du hast Saft, du hast Saft, du hast Saft. Und hier komme ich her. Ihr habt alle Saft.
Wir brauchen jetzt, wie gesagt, eine Chartek-Dose. Wir platzieren erstmal kurz die Fahrstuhlführung. Ich hoffe, ich habe es richtig platziert. So, 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 so. Wunderbar. So, jetzt braucht das Ding natürlich, wie gesagt, Strom. Aber die kann ich auch hier hinten hinsetzen. Ich möchte sie aber, geht nicht. Dann, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich die hier hinten hinsetze. Boah. Disable Sparks. Du bist betriebsbereit. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Wo habe ich denn? Hier. This is our platform. Oh, fährt die jetzt nur so hoch? So, wir haben noch zwei Steinpiller und die, den S-Plus-Call-Button. Ja, Mann. Wir haben einen Call-Button. Den wollte ich hier hinpacken. Den können wir dann hier dran pinseln. So. Es ist nicht schön. Weil man die Zahlen nicht so cool sieht. So, können wir das vielleicht mal irgendwie. Huch. Das ist doch alles Kacke. Geht es an irgendeiner anderen Seite besser? Ja, Mann, ich muss den Pillar. Huch! Ich muss den Pillar anders platzieren. Vielleicht, wenn ich ihn von hier setze. Das. Ich habe keine Ahnung. Nee, habe ich wieder das gleiche Gedönsel hier. Setzt der sich überhaupt anders, wenn ich von einer anderen Richtung ihn setze? Kann ich ihn drehen? Drehen kann ich ihn nicht. Ich glaube ja, der setzt sich immer gleich. So ist es. Dann müssen wir damit leben, dass wir hier teilweise das Display nicht richtig sehen. Beziehungsweise die. Ich könnte ihn auch irgendwie so, aber dann ist er halt so. Sieht halt auch scheiße aus. So, hier kommst du jetzt hin und fertig. Elevator called. Ah, er fährt doch ganz hoch. Nice! So, und S Plus erlaubt uns auch verschiedene Stops einzubauen. Ihr seht es rechts unten mit der Numlock-Taste. Kann ich jetzt, wenn ich die 0 drücke, wenn ich die 0 nochmal drücke, er rastet dann immer irgendwie erst ein. Lieber einrasten als ausrasten. Und fährt uns dann runter. Yay, und wenn ich jetzt die 9 drücke, das war die falsche 9, das war die Trink-9. Dann rastet er auch erstmal irgendwie wieder in der Etage ein. Und wenn wir dann nochmal die 9 drücken, also man muss quasi irgendwie immer zweimal drücken. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier oben vielleicht nicht noch ein Dings drauf sitzt. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt ist er nur mit einmal. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, entweder man muss einmal oder zweimal drücken. So, auf jeden Fall funktioniert das Ding und fährt uns runter. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. So, dann kommt hier noch ein Call-Button hin. So. Wunderbar. Nur zur Sicherheit, falls wir mal irgendwie oben sind und der Fahrstuhl unten oder wir unten sind und der Fahrstuhl oben. Kann ja aus irgendwelchen Gründen mal vorkommen. Haben wir hier jetzt, sind die Call-Button eigentlich genau übereinander, also quasi gleiche Ceiling? Sind sie. Wunderbar. Oh, Moment mal, ich brauche noch einen. Eins Railing. Wobei, erstmal will ich das Ding verstecken.
Will ich das verstecken? Dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wo es ist. Ich stelle mal die Railing drauf, ob das... Ach, kannst du lassen. Sieht kein Mensch. So, und damit wäre alles, was ich vorbereitet hatte, soweit verbaut. Bis auf die 17 Railings. Da habe ich offensichtlich... Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche vergessen habe hinzusetzen, aber eigentlich nicht. Rundrum ist alles. Alle Fenster sind quasi fertig. Und da es auch nur 17 Stück sind für noch ein Fenster, wird es auch nicht reichen, dass ich irgendwann eins vergessen hätte. Ist halt so. Egal, Holzrailings brauchst du immer. Hör auf, durchzuglitschen, Mann. Was ist denn mit dir? Ja. Komm her jetzt. Ja, natürlich, du hängst fest. Ist alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Immer noch oder geht's jetzt? Immer noch. Boah. Nein. Eine Millisekunde zu früh losgeladen. So, jetzt vielleicht. So, bitte. Wupp dich. Und schwupp dich. Und du kommst wieder da rein. So. Oh. So ist richtig. Wunderschön. Okay, ich werde mir jetzt Gedanken machen, was das Innenleben und das die Details betrifft. Vielleicht bauen wir hier unten drunter noch Halfwalls aus Stein und obendrauf die Holzrailings. Das sieht auch immer ganz cool aus. Müssen wir mal schauen. Ich mache mir mal Gedanken und hole euch ab, wenn ich mir fertig Gedanken gemacht habe, wie auch immer, wie lange das auch immer dauert. Wir werden sehen, bis gleich, wenn das hier irgendwie hoffentlich anders aussieht und besser. Ja, so machen wir's. Leute, ich war im Flow. Ich habe ein bisschen umgebaut. Es ist jetzt nicht mehr so ein Kasten, ich habe zwei... Nennt man das Erker? Erker ist ja eigentlich im Dachgeschoss, glaube ich, ne? Wenn quasi ein Raum eben diese Dachschräge nicht hat, sondern rausragt aus dem Dach. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Eine Loggia ist es auch nicht. Die ist ja irgendwie nach innen, also nach, die ist außen offen, nach innen zu. Ich weiß es nicht, wie man das nennt. Ich bin ja auch kein Architekt, nicht wahr? Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus. Es hat ein bisschen mehr Form, es hat ein bisschen mehr Struktur. Es ist nicht nur ein Kasten, sage ich mal. Oben habe ich die Holzpfeiler einfach um einen verlängert. Ein paar Standing Torches drauf. Die leuchten nachts. Voll schön. Und hier oben ist jetzt ein bisschen Ordnung. Unser Rappi-Rudel macht sich hier hinten einen schönen Lenz. Unsere Flugtierchen. Da parke ich auch gleich mal seinen Schnabel. Stehen hier samt Baryonyx und unsere Thylacoleo. Bei dem Gewächshaus bin ich am Überlegen, ob ich das ein bisschen versetze oder gar vergrößere. Überlege ich noch, hat sich bis jetzt nichts getan. Der Eberhard bleibt hier stehen. Die drei lasse ich jetzt auch mal hier vorne stehen. Das sieht zwar irgendwie auch nicht so cool aus, aber die brauche ich halt öfter mal. Und Brunhilde ist festgewachsen, die kann sie nicht mehr bewegen. Die steht schon so lange da, die bleibt da weiterhin stehen. Die Terizinos habe ich schon mal hingestellt, wo sie irgendwann hingehören. Die Otter sind hier drinnen auch schon gehitscht. Da geht es dann halt demnächst auch los. Mit die Zucht und so. Verstehste? Wir fahren runter. Es ist so cool. Ohne Witz. So, ich habe hier vorne diesen einen Bereich schon ein bisschen, ja, noch ein bisschen verschönert und unsere Thylacoleo hier reingepackt. Wenn das hier unten, wie gesagt, irgendwann super voll werden sollte, wir können einfach noch eine Etage nach unten erweitern, wenn wir das wollen. Aber hier hinten ist noch so viel Platz für Rexe. Hier ist auch 100 pro Platz für ein Giga, für 2 Gigas. 100 pro.
Also hier rein irgendwie Rexe, hier Gigas. Hier ist noch ein Plätzchen für die Terizinos. Ich hoffe, die sind nicht zu hoch. Ansonsten, das ist jetzt 3 Wände hoch. Ansonsten muss ich das auf 4 Wände erhöhen, was auch nicht das große Problem sein sollte. Der Item Collector steht jetzt hier unten. Das war ein cooles Plätzchen. Und er hat so tatsächlich die ganze Base in seiner Range. Das heißt, es wird alles gepickt. Das finde ich super. Super, super, super. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich hier unten noch einen Kühlschrank hinstelle oder den Kühlschrank hinstelle mit Eiern, damit ich nicht jedes Mal hochlatschen muss. Weiß ich nicht. Hier oben habe ich jetzt erstmal unsere Argis. Das sieht voll hässlich aus. Hier ist halt irgendeine komische, verzerrte Struktur. Struktur, sage ich schon. Sieht halt einfach kacke aus. Ist nicht schön. Ich habe schon überlegt, das irgendwie zuzubauen. Mir ist aber nicht wirklich was Praktikables eingefallen. Weil hier ist das alles ein bisschen weit vorne, um hier irgendwie eine Wand hochzuziehen. Dann sieht das irgendwie kacke aus. Ich weiß noch nicht, ob ich mir da irgendwie nochmal was einfallen lasse. Mit einer Fence Foundation oder so. Und hier einfach irgendwie eine Wand reinziehe, weil das... Das sieht schon ziemlich hässlich aus. Ja, und so sieht es hier unten im Moment aus. Wie gesagt, über die Terizinos mit einer Dreierhöhe habe ich jetzt gar nicht genau nachgedacht. Aber wie gesagt, es ist kein Thema, hier auf eine Viererhöhe zu gehen. Ist ja 8 hoch, dann hätten wir es genau halbiert. Und da ist oben auch noch genug Platz für die Flugtiere. So sieht es im Moment aus. Es ist nicht mehr so eng. Es ist Ordnung in der Base. Und ich habe ziemlich viel gebaut. Gebaut und gebaut und gebaut. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hier oben habe ich auch, wie ich es angedacht hatte, unten eine Half-Wall und obendrauf eben die Railings. Ich habe es hier außen mit Stein gemacht als unterste Schicht. Und hier mit Holz, weil Holz sich mit dem Thatchdach einfach besser verträgt. An der Seite allerdings verträgt es sich mit der Steinwand so deutlich besser. Deswegen habe ich das so gemacht. Hier drüben auch. Und wie gesagt, mit dem Gewächshaus bin ich am Überlegen, weil es ein bisschen kacke ist, dass das hier irgendwie direkt abschließt, dass ich das einfach um 1-2 Foundations in diese Richtung verschiebe, wo ich gerade hinfliege. Hier. Oder ich vergrößere es. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, hier kommt dann irgendwann noch, wie gesagt, Tex-Dego hätte ich schon gern, auch wenn er nicht so nützlich ist. Tex-Rex und Giga und ansonsten Wölfe noch, aber die brauchen auch nicht so viel Platz. Die kriege ich schon irgendwo untergebracht. Also für den Moment ist auf jeden Fall erstmal genug Platz. Hier oben möchte ich eigentlich, wenn dann, nur Dinos hinstellen, tatsächlich, die ich auch nutze. Unten rein kommen die Paranoia-Dinos. Könnte ich auch irgendwie ein Schild hinstellen, weiß ich nicht, wie ich das nenne. Paranoia, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen unten keine Dinos rein, die hier verwendet werden oder mit denen ich öfter mal unterwegs bin. Oder die halt einfach, also alle ohne Namen stehen unten. So sieht's aus, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt hier... Wir haben richtig gut was draus gemacht bis jetzt und wenn hier noch irgendwas passiert, nach außen, wie ich es eigentlich angedacht hatte, werde ich dann doch nicht mehr expandieren. Ich werde das hier draußen so lassen. Der Rex kommt irgendwann noch rein. Vielleicht mal gucken, ob ich die Rexe und die Gigas, wenn ich mir oder den einen Rex oder den einen Giga hier draußen hinstelle, einfach als Basewache. Aber ansonsten lasse ich das hier draußen so. Ich hatte erst irgendwie vor, das hier draußen zuzupflastern und so, aber nee. Nee, das, was wir draußen haben, da müsste ich das Taming-Gehege auch irgendwie woanders hinbauen, weil das soll nach Möglichkeit nicht innerhalb der Base stehen, sondern schon außerhalb der Base. Und wie gesagt, wenn wir das Bedürfnis verspüren, können wir hier ohne Probleme noch eine, vielleicht sogar noch 2 Achteretagen nach unten verlängern. Also easy Platz und es ist halt cool,
in den Fels integriert und ja, ich finde es, es erinnert mich so ein bisschen an so einen Stützpunkt von so einem Oberbösewicht aus James Bond, weißt du? Sieht auf jeden Fall, ja, manchmal habe ich meine Anfälle, wisst ihr doch. Es sieht auf jeden Fall cool aus, ich bin zufrieden, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.